Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Cedric Gottschalk guckt nach links, nach rechts, fragt, seid ihr bereit? Und ja, es scheint soweit alle fertig zu sein. Und damit läuft dieses Nachholspiel vom 26. Spieltag der FC in Rot-Weiß von links nach rechts. Und die Aachener im Karnevalsdress von rechts nach links. Rubisch. Und ja, Jodra Voss, was ist das denn für einen Katastrophenbock? Thomas Kraus, 1-0 FC 2. Schauen wir nochmal drauf. Ich habe gerade auf die Unterlagen vor mir den Blick drauf geworfen. Und dann so ein Ding, es war gar nicht Ross, sondern der missglückte Rückpass zu ihm. Und der FC führt mit 1-0 nach nicht mal 3 Minuten. Stark von Schmidt und der Pass ist genial. Hamdi Damani. Links wäre noch einer und den sieht er auch, nämlich Ergün Yildiz am Ballon. Jonas Obich klärt den. Und dann gibt es ein bisschen Ping-Pong mit dem eigenen Mann. Wie stark, wie schön war das gespielt. Der Pass von Schmidt war schon Zucker und auch das Auge da von Damani. Und Ergün Yildiz, was er gegen Strahl so stark gemacht hat, hat er da wahrscheinlich schon alles an Schießpulver aufgebraucht. Ball bleibt da bei Schwarz-Gelb und bleibt auch gefährlich. Yildiz. Rubik. Gündüz. Die ersten knapp 64 Sekunden wirken auf jeden Fall schon mal so, als hätte Kurt Kilic wieder ein paar Worte gefunden, die da noch ein paar Reserven freigeschaltet haben. Und dann ist es wieder fast so ein langer Ball von Urbech und es ist wieder ein Riesenbock hinten drin. Alexander Heinze verschuldet da fast das 2-0. Ein Déjà-vu ja schon. Beinahe wie beim 1-0. Guckt euch das an. Was macht er denn? Ist er allergisch auf den Ball oder wieso hält er da so viel Sicherheitsabstand? Unfassbar. Hauptmann. Ist der Schmidt, Kraus unter anderem in der Mitte und Josua Schwirten. Und dann ist das das Joshua-Duell. Mross gegen Schwirten. Sei gleich, wird gewechselt. Wie das die letzte Aktion von Schwirten hier. Dieser Schuss. Dann steht Jannis Held genau richtig und rein. Schmidt. Und da ist nicht der Ausgleich. Riesentat von Urbich. Wow. Ey, wie holt er den denn raus? Alex Heinze legt da mal kurz einen kleinen Torpedo aus 5 Metern in die Schussröhre. Und Urbich da. Schaut's euch an. Hat natürlich auch Glück, dass der in seine Richtung auf ihn geht. Trotzdem ist er unten. Das ist, der hat ja Hydraulikarme, wie schnell der die ausfährt. 6 Tore haben sie da gemacht, ist schon eine gute Nummer. Sind sie natürlich im Ligadurchschnitt jetzt nicht gerade oben anzutreffen. Aber vielleicht kommt jetzt ja Tor Nummer 7. Ja, vielleicht auch nicht. Der Jubel ist da auf der Tribüne, aber der ist daneben. Schauen wir nochmal drauf. Da war ich auch gerade einmal kurz unsicher, als der laute Jubel ausgebrochen ist. Aber das ist dann doch 1-2 Zentimeterchen am Tor vorbei. Ball ist freigegeben.
Oh, die dreht sie fast rein. Der Ball immer noch im Spiel. Nochmal an die Latte und dann geklärt. Was ist das denn für eine Aktion? Und es bleibt beim Tor. Es bleibt beim 1:1. Was ist das denn für ein Treffer? Was ist das denn für ein Tor? So, und es wird sich nochmal beraten. Also Kommando erstmal zurück. Urbik steht da auch, will es nicht wahrhaben. Also eine wilde Aktion, das können wir auf jeden Fall sagen, das Ganze. Und es wird aber bleiben beim 1:1 und es gibt die gelbe Karte für Kraus. Hauptmann gibt auch nochmal 2, 3 Worte mit an Cedric Gottschalk. Und ich sag euch eins, ich habe schon 1, 2, 3, 4 wilde Tore in dieser Saison gesehen. Aber das hier, das gewinnt alles. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie weiß auch noch keiner wirklich, wer das Tor erzielt hat. Unfassbar. Da drehen die Ecke fast rein, köpfen ihn dann noch 1, 2 Mal an die Latte, bis er dann eigentlich auf der Linie geklärt wird. Die Szene wird das weitergelaufen, laufen gelassen und dann pfeift Gottschalk doch das Tor. Junge, Junge, Junge. Was haben wir hier für Tore heute gesehen? Robic macht das gelassen. Starker Ballgewinn. Korzucek nicht im Abseits. Tim Korzucek! Und den muss er machen. Also die dritte riesen, gigantische Chance, die Alemannia liegen lässt. Also wie viel freier, wie viel zentraler, wie viel besser willst du vorm Tor stehen? Ja, da hätte man auch nochmal wegen Abseits sprechen müssen. Aber also, Herr Korzucek. Und dann wird gerutscht bei Yannis Held. Das gibt dem FC eine Möglichkeit. Obus. Genial gemacht. Und dann legen sie nochmal rüber. In dem Fall ist es der Petermann. Und am Ende wird man sich ärgern bei der Alemannia. Man hatte doch so viele Chancen. Das Spiel musst du nicht unentschieden spielen. Wenn du es denn überhaupt tust. Die reguläre Nachspielzeit jetzt vorbei. Aber Gottschalk hat den Blick immer noch nicht auf seiner Uhr. Die Pfeife dafür aber jetzt im Mund. Und das war's. Es bleibt beim 1:1 zwischen dem ersten FC Köln 2 auf dem Tivoli gegen Alemannia Aachen. Ja, mit die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.